Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht's? Willkommen zurück zu Phoenix Wright Ace Attorney Justice for All beim großen Finale des Spiels und des Falls. Wir haben immer noch Herrn The Killer im Zeugenstand und diesmal mit der Auftragsannahme. Auf geht's. Ja. Diesen Auftrag bekam ich, ungefähr vor einer Woche. Es war eine Anfrage nach meinem Dienst am Abend der Preisverleihung. Wir trafen uns in einer bestimmten Bar, um einiges zu besprechen und festzulegen. So war es. Ich baue mein Gedächtnis auf und glaube, dass mir kein Fehler passiert ist. Ja. Okay. Sie haben Ihren Klienten also wirklich getroffen, ja? Das ist korrekt. Seinen Klienten zu treffen ist der erste Schritt des Vertrauens. Ich verstehe. Nun, Herr Wright, Ihr Kreuzverhör bitte! Kreuzverhör, Auftragsannahme. Diesen Auftrag bekam ich ungefähr vor einer Woche. Vor einer Woche? Sind Sie sich sicher? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Ja. Ich traf natürlich meine eigenen Vorbereitungen und konnte sie gerade noch zu Ende bringen. Wenn Sie meine Dienste benötigen, Herr Anwalt, sollten Sie das bedenken. Bitte, hören Sie auf. Wie dem auch sei. Mein Klient hatte ein Datum und eine Uhrzeit im Kopf. Ein Datum und eine Uhrzeit? Es war eine Anfrage nach meinen Diensten für den Abend der Preisverleihung. Nein, angreifen. Hallo? Haben Sie gefragt, warum es ausgerechnet dieser Abend sein sollte? Nein. Ich versuche alle Bedingungen der Aufträge meiner Klienten zu erfüllen. Aber was das Warum angeht, konnte ich diesmal nur Mutmaßungen anstellen. Mutmaßungen wie? Weiter angreifen. Was waren also diese Mutmaßungen, die Sie hatten? Warum dieser Abend? Ich bin mir sicher, es war alles wegen des Bären. Des Bären? Mein Klient sprach davon. Ich weiß, dass es in Juan Corridas Zimmer eine Statuette in Form eines Bären gibt. Ich möchte, dass Sie mir diesen Gegenstand bringen. Er muss von diesem Bärenpuzzle reden. Im Inneren dieser Statuette befindet sich ein Abschiedsbrief, oder er befand sich da drin. Das Opfer nahm die Statuette natürlich mit in sein Hotelzimmer. Der Plan war, den Inhalt in der Pressekonferenz publik zu machen. Das ist korrekt. Und hätte ich den Job an jenem Abend nicht erledigt, hätte ich nicht gewusst, wo sich die Bärenstatuette befindet. Ich verstehe. Nun, Herr Wright, war die Aussage gerade wichtig? War sie wichtig, Leute? Was meint ihr? Also ich denke mal nicht, oder ich, vielleicht. Die Aussage gerade eben macht eine Sache deutlich, und die wäre: Der Klient kannte das Geheimnis der Bärenstatuette. Hä? Warum sind alle so still? Herr Wright, ich dachte, alle wüssten das bereits. Oh, wirklich? Zeuge, bitte fahren Sie mit Ihrer Aussage fort. Okay, das war ein Reinfall, aber naja, im Endeffekt, Fragen kostet ja nichts, ne? Richtig. Wir trafen uns in einer bestimmten Bar, um einiges zu besprechen und festzulegen. Sie haben Adrian Andrews also persönlich getroffen, richtig? Natürlich habe ich das. Was war das? Warum diese kurze Pause? Weiter angreifen! Zeuge, ich bitte Sie, uns noch weitere Tests zu... Aus Prinzip treffe ich meine Klienten immer persönlich. Ich habe niemals einen Auftrag per Telefon oder Post angenommen. Und warum nicht? Weil das Vertrauen zwischen mir und meinem Klienten das Wichtigste ist. Und dies lässt sich nur aufbauen, wenn man den Klienten in die Augen blickt. Nun, Herr Wright, war die Aussage gerade eben wichtig? Die war wichtig. Die war wirklich wichtig, ohne Scheiß. Die kurze Pause macht mich stutzig, Alter. Natürlich war sie sehr wichtig, euer Ehren. Wenn Herr The Killer seinen Klienten vor dem Mord traf, kann er sich schlecht irren. Sie meinen also, Adrian Andrews war wirklich sein Klient? Ich denke mal... Sehen Sie, es ist so, wie ich gesagt habe. Nö! Ich bin so verloren. Wem zum Teufel soll ich hier eigentlich helfen? Beruhige dich, Phoenix. Denke genau nach und entspann dich. Nun gut, würde der Zeuge bitte fortfahren? So war's. Ich baue auf mein Gedächtnis und glaube, dass mir kein Fehler passiert ist. Ihr Klient war Adrian Andrews. Dein Klient war Adrian. Nun, er behauptet, die beiden hätten sich getroffen. Wenn sie das haben, sollte an The Killers Aussage nichts Falsches sein. Hä?
Nun, dieses Mal klang alles ganz normal. Da war nichts Seltsames dabei. Du musst mehr Informationen aus ihm herausbekommen, ohne dass er misstrauisch wird. Wenn dir das gelingt, wirst du sicher eine Schwachstelle in seiner Aussage finden. Wohl eine schwierige Gratwanderung. Ja. Gut, das haben wir schon. Diese eine Stelle, wo der ganz kurz, naja, hier, die Aussage hier, wo er ganz kurz, ich sag mal so, geirmt hat. Die kam mir so ein bisschen komisch vor. Was hat er da nochmal gesagt? Und warum nicht? Zwischen mir und meinem Klienten das Wichtigste ist. Und dies lässt sich nur aufbauen, wenn man dem Klienten in die Augen blickt. Die war sehr wichtig, ja. Sie war sehr wichtig. Wenn Herr de Killer seinen Klienten vor dem Mord traf, kann er sich schlecht irren. Sie meinen also, Adrian Ennis war sein Klient, ja. Also was mich schon die ganze Zeit stört, ne? The Killer spricht Adrian Andrews die ganze Zeit als Klient an, nicht als Klientin. Ist euch das auch schon aufgefallen? Das ist mir schon beim ersten Mal aufgefallen, als wir The Killer ins Kreuzfeuer genommen haben. Wo war das nochmal? Im letzten Part war das. Zu Anfang schon. Hat er schon gesagt, mein Klient. Wobei er doch eigentlich sagen müsste, meine Klientin. Oder ist das hier nicht von Belang? Ne? Also gerade, dass wir diese Aussage auch so angreifen dürfen, das macht das Ganze schon so ein bisschen komisch. Ne? Ich meine, die trafen sich in der Bar, haben sich anscheinend persönlich getroffen. Nehmen wir das mal an. So, und dann sagt er, das ist mein Klient. Wobei er doch eigentlich sagen müsste, dass es seine Klientin ist. Ne? Das macht ja eines deutlich, dass sie sich niemals getroffen haben, oder? Also wird ganz übertrieben gesagt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da wieder so ein bisschen viel reinsteigere und reininterpretiere, aber ganz ehrlich, man, wenn er nicht sagt, meine Klientin, und ich denke mal, die Übersetzer werden daran gedacht haben, das so zu machen, ne, dann kann es nur daran liegen. Also ich zeige jetzt mal hier das Profil von Andrews vor. Auch jetzt mache ich mir wieder keinen Safe State, weil, warum? Das macht keinen Sinn. Ich habe noch mehr als genug Leben. Aber ich zeig's mal vor. Wobei, ich bin bei der falschen Aussage. Hier. Wobei. Ne, ich denke mal, es war diese Aussage hier. Mit der Bar und so. Mal gucken, ob's stimmt. Ne, das ist falsch. Schade. Schade. Ich dachte, dieses Klientending wäre richtig gewesen. Schade, schade. Ja, dann ist die Frage des Tages, was machen wir denn dann jetzt, ne? Was machen wir jetzt? Puh. Also langsam geht meine Lebensenergie flöten, ne? Komisch. Das ist gerade echt wirklich merkwürdig. Ich denke mal, es ist die dritte Aussage. Es kann nichts anderes sein. Oder nicht? Oder doch? Ich greife es nochmal an. Es kann doch nicht sein. Es kann doch nur diese Aussage sein. Das ist gerade so komisch. So. Ja, ich habe jetzt jedes Mal gesagt, dass sie wichtig ist. Soll ich sie jetzt dahingehend hinargumentieren, diese Aussage, dass sie nicht wichtig ist? Auch wenn es echt banal klingt, aber es kann auch im Endeffekt sein und andersrum sein, weil
Naja, es hieß ja immer, wir sollen quasi nicht den Eindruck erwecken, als würden wir, naja, den Shelly, the Killer, ja, er darf halt keinen Verdacht schöpfen, ne? Deswegen gucken. Warum er seine Klienten trifft, ist nicht wichtig, ging es auch nicht. Zeuge, bitte hören Sie auf, meine Fragen zu umgehen. Was meinen Sie damit? Meine Frage lautete, haben Sie Adrian Andrews wirklich persönlich getroffen? Das habe ich Ihnen doch schon gesagt, Herr Wright. Ja, erst als ich ihn sah und persönlich mit ihm sprach, konnte ich ihm vertrauen. Da dachte ich mir, ich kann diesem Gentleman mit dem festen Eindruck vertrauen. Es stimmt schon, was man über ein persönliches Gespräch sagt. Nun, Herr Wright, war die Aussage gerade wichtig? So, jetzt würde ich sagen, dass sie wichtig ist, weil dieses ganze Männlichkeits-Weiblichkeits-Gedöns viel mehr zum Tragen kam, weil er sagte ihm. Er hat ihm gesagt, statt ihr. Ne, und dieses ganze Ding von wegen Klienten und sowas wird hier schon seit der ersten Aussage hinterhergetragen und jetzt kommt sie erstmal zum Tragen erstmals, ne? So, die war wichtig. Wenn ich wirklich gehört habe, was ich denke, dann habe ich ihn. Euer Ehren, ich denke, die Aussage von gerade eben war von größter Bedeutung. Hör, wirklich? Wenn das der Fall ist, Zeuge, bitte fügen Sie Ihre Angabe von eben Ihrer Aussage hinzu. Na schön. Als ich ihn sah, wusste ich, ich kann diesem Mann als Klient vertrauen. So, jetzt haben wir es nämlich. Eben hat es nämlich ein wichtiger Beweis gefehlt. Beziehungsweise, es war die falsche Aussage. Aber ich habe richtig gedacht. Mit dem Klientending, ne? Das heißt, ich hatte doch recht. Meine Fräsen, verwirr mich doch nicht, Spiel. Was soll denn das? Wusste HD. Ich würde gern noch einmal darauf zurückkommen. Sie trafen Adrian Andrews in einer Bar und nahmen dort den Auftrag an. Ja, das ist korrekt. Und da sind Sie davon ausgegangen, dass Sie ihm vertrauen können. Wie oft muss ich mich denn noch wiederholen? Ja, das ist korrekt. Tut mir leid, aber das kann nicht sein. Was? Shelly the Killer. Sie haben Adrian Andrews noch nie getroffen. Hä? Wie kommen Sie darauf? Weil Sie einen gewaltigen Fehler gemacht haben. Was Sie angeht. Und das wäre... Hä? Was haben Sie da gerade gesagt? Was Sie angeht? Hätten Sie Adrian Andrews jemals persönlich getroffen? Hätten Sie mit einem Blick gewusst, dass sie eine Frau ist? Oh, oho! Ruhe! Herr Wright, was hat das zu bedeuten? Dieser Zeuge hat gesagt, er trifft sich mit den Klienten persönlich, wenn er einen Auftrag annimmt. Aber er hat Adrian Andrews niemals persönlich getroffen. Ja, euer Ehren. Und genau das ist der Punkt. Das bedeutet, Herr The Killers Klient kann nicht Frau Adrian Andrews gewesen sein. Herr Triff, ich kann Ihnen soweit folgen, aber warum sollte der Mörder so einen kapitalen Fehler begehen? Ich glaube, dass es mit Ihrem Namen zusammenhängt, euer Ehren. Mit Ihrem Namen? Ja, Adrian Andrews ist zweifellos ein ziemlich androgyner Name. Ja, ich verstehe. Zum Pech für Herrn The Killer hat niemand Adrian Andrews Geschlecht explizit erwähnt. Während er im Zeugenstand war, nur das weitestgehend neutrale Wort Klient. Ja, trotzdem, man hätte trotzdem Klientin sagen können. Und so hat er am Ende seine Lügengeschichte einfach zu sehr ausgeschmückt. Was? Was ist los? Shelly the Killer! Dieses Gericht erwartet eine Erklärung! Ich glaube, ich habe diesen Klienten mit jemand anderem verwechselt. Heißt das, Sie erinnern sich jetzt an etwas anderes? Ja, natürlich. Wenn ich meine Aussage bitte noch einmal wiederholen dürfte. Ah, jetzt wird er nur noch mehr Lügen von sich geben. Na schön, aber diesmal sollten Sie die Wahrheit sagen. Und nichts als die Wahrheit. Ja? Auftragsannahme Teil 2. Ja, jetzt erinnere ich mich. Ich habe den Auftrag mit der Post angenommen. Es kam einige Male vor, dass ich einen Auftrag annahm, ohne den Klienten zu treffen. Bei dem Auftrag ging es darum, Juan Crida umzubringen und um zwei oder drei andere Dinge. Als ich den Namen am Ende des Briefs las, dachte ich, der Klient sei ein Mann. Sie haben den Auftrag also über einen Brief angenommen. In seiner bisherigen Aussage hat er diesen Brief nicht erwähnt. Das heißt also, er lügt.
Vorsicht, Phoenix. Wenn du die Aussage des Mörders widerlegst, ist es für uns vorbei. Ich weiß, ich darf ihn nicht misstrauisch machen. Aber gut, alles in Ordnung. Fahren wir fort. Solange er mir hier gegenübersteht, kann ich ihn angreifen, wie ich will. Er wird immer eine Antwort parat haben. Nun, dann lassen Sie uns mit dem Kreuzverhör beginnen. Kreuzverhör, Auftragsannahme, Teil 2. Ja, jetzt erinnere ich mich. Ich habe den Auftrag mit der Post angenommen, ja. Aber sagten Sie nicht gerade, dass Sie sich mit Ihren Klienten persönlich treffen? Ja, das habe ich gesagt. Aber es gibt einige Klienten, bei denen ein Treffen nun mal nicht möglich ist. Haben Sie Ihren Klienten denn dieses Mal nicht getroffen? Nein, habe ich nicht. Ach, komm schon. Lassen wir doch dieses Katz-und-Maus-Spiel. Ihr Bitten und Betteln können Sie sich bei mir sparen. Na schön, spucken Sie's aus. Machen Sie endlich den Mund auf. Herr Wright, ich verbitte mir solche harte Worte gegenüber einem Zeugen. Benehmen Sie sich wie ein Anwalt und präsentieren Sie Fakten, statt herumzuschreien. Haben Sie Beweise dafür, dass Herr de Killer sich mit seinem Klienten getroffen hat? Natürlich habe ich keine Beweise dafür. Es tut mir leid, Euer Ehren, aber leider habe ich keine Beweise. Ich verstehe. Dann waren Ihre letzten Fragen also die reinste Zeitverschwendung. Leider, Euer Ehren. Ist Wright so... Ja, falsch liegen ist sein Motto. Es kam einige Male vor, dass ich einen Auftrag annahm, ohne den Klienten zu treffen. Und warum können Sie sich mit einem bestimmten Klienten nicht treffen? In letzter Zeit habe ich eine Menge Aufträge erhalten. Wenn ich mich immer treffen würde, ginge mir einige nette Geschäfte durch die Lappen. Nette Geschäfte? Außerdem haben sich die Zeiten geändert. Wir sind doch mittlerweile im Zeitalter der Information und Computer, nicht wahr? Nun, ich gehe mit der Zeit und wickle meine Aufträge mit elektronischer Post ab. Elektronische Post? Muss man die in einem speziellen Umschlag versenden? Oh, es tut mir leid. Ich kann Abkürzungen nun mal nicht leiden. Mit elektronischer Post meine ich natürlich E-Mails. E-Mail? In einem Mimikry-Wettbewerb würde der Richter mühelos einen Papageien schlagen. Sie haben also den Auftrag angenommen, ohne Ihren Klienten zu treffen, und... Bei einem Auftrag ging es darum, Juan Corrida umzubringen und um 2 oder 3 andere Dinge. 2 oder 3 andere Dinge? Ja. Und was waren das nur für andere Dinge? Ein paar andere Dinge eben, die nichts mit diesem Fall zu tun haben. Was soll ich machen? Ihn damit durchkommen lassen? Es wäre wirklich dumm, wenn ich ihn so weit reize, dass er durchdreht. Ich denke, ich greife da mal weiter an. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher. Ich würde sagen, ich greife da weiter an. Komm. Ob die Dinge mit dem Fall zu tun haben, wird das Gericht entscheiden. Herr Anwalt. Ja, hallo? Alles, was ich bisher gesagt habe, war zum Vorteil Ihres Mandanten. Deshalb frage ich mich, warum Sie unbedingt mit dem Kreuzverhör fortfahren wollen. Hä? Könnte es vielleicht sein, dass Sie Ihren Mandanten hintergehen wollen? Das ist... Hier stinkt es nach Verräter. Und sollten Sie sich als einer herausstellen? Warten Sie! Oh, das sieht gar nicht gut aus. Ich sollte mein Glück nicht herausfordern und nachdenken. Soll ich weiter angreifen? Ja, hallo! Zeuge, das hier ist eine sehr ernste Angelegenheit. Bitte arbeiten Sie mit und sagen Sie uns, um was für Aufgaben es sich handelte. Wenn es wirklich so wichtig ist, habe ich wohl keine andere Wahl. Die Bärenstatuette. Die Bärenstatuette? Nach der Ermordung der Zielperson sollte ich sie finden. Es wurde mir gesagt, dass dies ebenso wichtig wäre wie der eigentliche Mord. Und wo befand sich diese Statuette? Sie war in Herrn Corridas Koffer. Und dann, was haben Sie als nächstes getan? Ich übergab sie sofort an meinen Klienten. Sie übergaben sie an Ihren Klienten? Interessant. Diese Information erscheint mir sehr wichtig zu sein. Zeuge, würden Sie dies bitte Ihrer Aussage hinzufügen? Ganz wie Sie möchten. Unter anderem sollte ich die Bärenstatuette finden und an Adrian Andrews übergeben. Ich habe diese Statuette in Herrn Engards Anwesen gefunden. Wenn Sie sie an Frau Andrews übergeben haben, was machte sie dann hier? Vielleicht hat Frau Andrews sie dorthin gebracht. Das gehörte bestimmt auch zum Plan, Herrn Engard diese Sache anzuhängen. Das ergibt einen Sinn. Nun, Herr Wright, stört Sie etwas an dieser Aussage?
Gibt's da einen Widerspruch? Gibt's da echt einen Widerspruch? Puh. Überlegen wir mal. Wisst ihr, wir haben wohl kaum diese Aussage bekommen, ohne sie angreifen zu dürfen. Ne? Ich denke mal, die wird von Relevanz sein. Die wird relevant sein, ja. Der Killer sagt also, er habe die Statuette Frau Andrews gegeben. Aber ich weiß, dass es da irgendwo einen Widerspruch gibt. Und doch, wenn ich irgendwas Triviales aufzeige, wird er die Verbindung unterbrechen. Wenn du einen entscheidenden Treffer landen willst, Phoenix, musst du auch entscheidende Beweise vorlegen. Da hat sie recht. Was nun, Herr Wright? Beweise vorlegen. Zeuge, lassen Sie uns das noch einmal gemeinsam durchgehen. Sie gaben Frau Andrews die Bärenstatuette. Frau Andrews brachte den Bären dann in die Wohnung von Herrn Ongard. Ist das korrekt? Ja, worauf wollen Sie eigentlich hinaus? Nun, vielleicht haben Sie da so manches in falscher Erinnerung. Was? Hä? Das ist ein Wettstreit der Intelligenz. Ich darf jetzt nicht nachlassen. Ich glaube nicht, dass Frau Andrews der Empfänger des Bären war. Oh ja, und jetzt? Jetzt ist natürlich, ja. Ich glaube nicht, dass Frau Andrews der Empfänger des Bären war. Sie war nicht der Empfänger des Bären. Nee, es war nicht der Empfänger des Bären. Es war doch, Ongard, oder nicht? War das nicht Ongard? Ich zeig's dir mal vor. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Shelley the Killer. Hätten Sie Frau Andrews den Bären wirklich gegeben, dann wäre dieser Gegenstand nicht darin gewesen. Dieser Gegenstand? Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Yep, genau darauf will ich hinaus. Wohin sind Sie denn gerade unterwegs? Muss ich etwa einen Koffer packen? Euer Ehren, bitte erinnern Sie sich an Frau Andrews Aussage. Und ich wollte ihn verbrennen, ihr zuliebe. Wäre der Bär auch nur für eine Minute in Frau Andrews Besitz gewesen, hätte sie den Abschiedsbrief auf jeden Fall herausgeholt und verbrannt. Ja, eben, denn Andrews meinte ja, sie hat ebenfalls die Statuette gesucht, aber nicht gefunden. Oder wie war das? So war es doch. Ne? Das kann also nicht passen. Ne? Ruhe, Ruhe, Ruhe! Ach, da waren sie mit ihren Gedanken. Aber die Tatsache, dass sich der Abschiedsbrief noch immer in den Bären befand, sagt uns, dass ihr Klient mit dem Puzzle nichts anzufangen wusste. Und das bedeutet? Das bedeutet, euer Ehren, dass Adrian Andrews unmöglich der Klient sein kann. Oho! Ruhe, Ruhe, Ruhe! Oh, Herr Phoenix Wright. Ich bin sicher, dass ich das schon erwähnt habe. Ich hasse Verräter mehr als alles andere. Ihr Kreuzfeuer hat mir eines ganz klar gezeigt. Sie sind darauf aus, unsere Vereinbarung zu brechen. Nein, das stimmt nicht. Genug jetzt. Wenn Sie es so wollen, dann bleibt mir nur noch eines zu tun. Warten Sie bitte. Meine Damen, meine Herren, bitte entschuldigen Sie mich. Ich habe etwas zu erledigen. Nein, nein, bitte. Herr Anwalt, bringen Sie diesen Prozess besser schnell zu Ende, denn passiert nichts. Sonst... Phoenix, was zum Herr Wright? Sind Sie... Hedgeworth? Ja, euer Ehren. Ich habe die Reaktion des Zeugen nicht ganz verstanden. Meinen Sie, wir sollen noch weitere Zeugen anhören oder reicht es? Nun, wir sollten... Edgeworth, wir dürfen es nicht tun. Wenn wir weitermachen, Maya, sie wird... Die Anklage, ich... Was ist denn nun mit Ihnen allen los? Sogar Sie sind...
Die Anklage hat keine Einwände. Was ist denn hier los? Die Anklage hat keine weiteren Fragen, Euer Ehren. Was? Nun, ich hätte nicht erwartet, so etwas jemals zu erleben. Das ist höchst ungewöhnlich. Wenn die Anklage keine weiteren Fragen mehr hat, dann hat sie es nicht geschafft, ihren Standpunkt zu belegen. Wenn dem so ist, dann muss ich, wenn auch nur ungern, davon ausgehen, dass die Aussage von Herrn De Killer der Wahrheit entspricht. Das würde heißen, der Klient von Shelly De Killer ist Adrian Andrews. Herr Wright. Ja, Euer Ehren. Wenn ich den Prozess hier und jetzt beende, dann würde Ihr Mandant, Matt Ongard, für unschuldig erklärt. An seiner Stelle würde Frau Adrian Andrews des Mordes angeklagt. Frau Andrews würde des Mordes angeklagt. Die Anklage hat keine weiteren Fragen. Das Schlussplädoyer der Verteidigung, bitte. Gerichtsdiener, bringen Sie den Angeklagten, Matt Ongard, bitte in den Zeugenstand. Die Gegenstände aus De Killers Versteck sind nicht mehr rechtzeitig gekommen. Wir haben es so gut versucht, wie wir konnten. Aber die Zeit ist wohl jetzt abgelaufen. Ich kann es nicht glauben. Wie es ausgeht, liegt jetzt in deiner Hand. Ja, was mache ich denn jetzt? Ja. Alter, hat sich der alte Mann endlich entschieden? Es fällt mir schwer, in Ihnen einen unschuldigen und guten Menschen zu sehen. Sie haben genug Schlechtes getan, um eine Frau in den Selbstmord zu treiben. Aber zumindest was die Mordanklage angeht, scheinen Sie unschuldig zu sein. Dann hat sogar der alte Tattergreis mich durchschaut. Herrn Gerd! Was für ein mieser Anwalt, wie Sie Ihre Mandanten preisgegeben haben. Und dieser Mist, erfrischend wie eine Frühlingsbrise, ist genauso mies. Ist ja auch egal. Nun plädieren Sie schon auf unschuldig. Kapiert, Herr Anwalt? Wähle ich Gerechtigkeit? Oder soll ich Meyers Leben retten? Bring diesen Ongard lieber hinter Schloss und Riegel, klar? Aber, wenn ich das tue, wird Meyer sterben. Aber wenn ich sage, dass er unschuldig ist, wird Frau Andrews des Mordes angeklagt. Soll ich auf schuldig oder unschuldig plädieren? So oder so, jemand muss dafür mit dem Leben bezahlen. Es hängt allein davon ab, was ich wähle. Nun denn, Herr Wright, lassen Sie uns das Schlussplädoyer der Verteidigung hören. Wenn die Person, die den Mörder engagiert hat, Adrian Andrews war, dann ist Ihr Mandant, Herr Matt Ongard, unschuldig. Natürlich bin ich das, Alter. Jedenfalls plädiert mein Anwalt so, wie ich's will. Nicht wahr? Right. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht tun, aber ich muss mich entscheiden. Ich kann mich nicht mehr auf die Beweise verlassen. Ich muss auf mein Herz hören. Mein Mandant, Matt Ongard, ist... Das finden wir im nächsten Part raus, meine lieben Freunde und Kennigens. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr machen würdet, bevor es dann morgen weitergeht. Ich bin schon echt gespannt auf eure Antworten. Von daher gesehen, macht's gut. Haut rein. Ciao.